Der Kern des Gesetzes. Versuche, in diesem Moment deinen inneren Zustand wahrzunehmen. Welchen Gedanken stimmst du zu? Mit welchen Gefühlen identifizierst du dich? Du musst immer vorsichtig sein, in welchem Zustand du dich derzeit befindest. Bei einem so umfangreichen Thema ist es in der Tat eine schwierige Aufgabe, in ein paar hundert Worten zusammenzufassen, was ich für die grundlegendste Idee halte, auf die sich diejenigen, die ein wahres Verständnis der Metaphysik suchen, konzentrieren sollten. Ich werde es versuchen, und zwar in Form von drei Grundlagen. Diese Grundlagen sind Selbstbeobachtung, Zieldefinition und Loslösung. Der Zweck der wahren Metaphysik ist es, eine Wiedergeburt oder eine radikale psychologische Veränderung im Individuum herbeizuführen. Eine solche Veränderung kann nicht stattfinden, bis der Einzelne das Selbst entdeckt, welches er dann ändern möchte. Diese Entdeckung kann nur durch eine unkritische Selbstbeobachtung seiner Reaktionen auf das Leben gemacht werden. Die Summe dieser Reaktionen definiert den Bewusstseinszustand des Individuums. Und es ist der Bewusstseinszustand, der die Lebensumstände und Bedingungen erschafft. Der Ausgangspunkt der wahren Metaphysik ist also auf seiner praktischen Seite die Selbstbeobachtung, um die eigenen Reaktionen auf das Leben zu entdecken. Reaktionen, die das geheime Selbst bilden. Die Ursache der Phänomene des Lebens. In Worten von Emerson: Der Mensch umgibt sich mit dem wahren Bild seiner selbst. Was wir sind, nur das können wir sehen. Es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen dem Äußeren und dem Inneren des Menschen. Und es sind immer unsere inneren Zustände, die unser äußeres Leben formen. Deshalb muss der Einzelne immer bei sich selbst anfangen. Es ist das eigene Selbst, das verändert werden muss. Der Mensch ist in seiner Blindheit recht zufrieden mit sich selbst. Aber er mag die Lebensumstände und Bedingungen seines Lebens nicht. Er fühlt sich so, ohne zu wissen, dass die Ursache seines Unmuts nicht in den Bedingungen oder der Personen liegt, mit denen er unzufrieden ist, sondern in dem Selbst, das er so sehr mag. Nicht erkennend, dass er sich mit dem wahren Bild seiner selbst umgibt und dass er nur das sehen kann, was er ist. Er ist schockiert, wenn er entdeckt, dass es immer seine eigene Täuschung war, die ihn gegenüber anderen misstrauisch machte. Die Selbstbeobachtung würde diesen Betrug in uns allen offenbaren. Und dieser muss akzeptiert werden, bevor es eine Verwandlung von uns selbst geben kann. Versuche in diesem Moment deinen inneren Zustand wahrzunehmen. Welchen Gedanken stimmst du zu? Mit welchen Gefühlen identifizierst du dich? Du musst immer vorsichtig sein, in welchem Zustand du dich befindest. Die meisten Menschen denken, dass wir freundlich und liebevoll, großzügig und tolerant, vergebend und edel sind, aber eine unkritische Selbstbeobachtung unserer Reaktionen auf das Leben wird ein Selbst offenbaren, das überhaupt nicht freundlich und liebevoll, großzügig und tolerant, vergebend und edel ist. Und dieses Selbst müssen wir zuerst akzeptieren, um uns dann zu verändern. Die Wiedergeburt hängt von der inneren Arbeit an sich selbst ab. Niemand kann wiedergeboren werden, ohne dieses Selbst zu verändern. Jedes Mal, wenn neue Reaktionen in das Leben eines Menschen eintreten, hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden, eine spirituelle Wiedergeburt. Nachdem du durch eine unkritische Selbstbeobachtung deiner Reaktionen auf das Leben ein Selbst entdeckt hast, das verändert werden muss, musst du nun ein Ziel formulieren. Das heißt, du musst denjenigen definieren, der du sein möchtest, anstatt die Persönlichkeit, die du derzeit bist. Mit diesem klar definierten Ziel musst du während des Wachbewusstseins jede Reaktion in Bezug auf dieses Ziel wahrnehmen. Der Grund dafür ist, dass jeder Mensch in einem bestimmten Bewusstseinszustand lebt,
den wir bereits als die Summe seiner Reaktionen auf das Leben definiert haben. Wenn du also ein Ziel definierst, definierst du einen Bewusstseinszustand, der, wie alle Bewusstseinszustände, seine Reaktionen auf das Leben haben muss. Zum Beispiel, wenn ein Gerücht bei einer Person eine ängstliche Reaktion hervorruft und bei einer anderen Person keine Reaktion, ist dies ein positiver Beweis dafür, dass die beiden Personen in zwei verschiedenen Bewusstseinszuständen leben. Wenn du dein Ziel als edles, großzügiges, liebevolles und freundliches Individuum definierst, in dem Wissen, dass alle Dinge nur Bewusstseinszustände sind, kannst du leicht erkennen, ob du deinem Ziel im Leben treu bist, indem du deine Reaktionen auf die täglichen Ereignisse des Lebens beobachtest. Wenn du deinem Ideal treu bleibst, werden deine Reaktionen dem Ziel entsprechen. Denn du wirst dich mit deinem Ziel identifizieren und deshalb aus deinem Ziel herausdenken. Wenn deine Reaktionen nicht im Einklang mit deinem Ideal sind, ist es ein sicheres Zeichen, dass du von deinem Ideal getrennt bist und nur aus der Ferne daran denkst. Gehe davon aus, dass du der Liebende bist, der du sein willst, und beobachte deine Reaktionen den ganzen Tag über in Bezug auf diese Annahme, denn deine Reaktionen werden dir sagen, aus welchem Zustand du lebst. Hier beginnt die dritte Grundlage, die Loslösung. Nachdem wir entdeckt haben, dass alles ein sichtbar gemachter Bewusstseinszustand ist und wir den Zustand definiert haben, den wir sichtbar machen wollen, geht es nun darum, dass wir in diesen Bewusstseinszustand eintreten, denn wir müssen uns psychologisch im Geiste dorthin bewegen. Wir müssen uns also im Geist von hier nach dort bewegen. Der Zweck des Übens der Loslösung ist es, uns von unseren gegenwärtigen Reaktionen auf das Leben zu trennen und uns an unser Lebensziel zu binden. Diese innere Trennung muss durch die Praxis entwickelt werden. Zuerst scheinen wir keine Macht zu haben, uns von unerwünschten inneren Zuständen zu trennen. Einfach, weil wir immer jedes Gefühl, jede Reaktion als natürlich empfunden und uns mit ihnen identifiziert haben. Wenn wir nicht wissen, dass unsere Reaktionen nur Bewusstseinszustände sind, von denen wir uns trennen können, drehen wir uns im gleichen Problemkreis umher. Nicht als innere Zustände, sondern als äußere Lebensbedingungen. Wir praktizieren die Loslösung oder innere Trennung, damit wir aus dem Kreis unserer gewohnten Reaktionen auf das Leben ausbrechen können. Deshalb müssen wir ein Ziel formulieren und uns in Bezug auf dieses Ziel beständig beobachten. Diese Lehre beginnt mit der Selbstbeobachtung. Zweitens, was willst du? Und dann lehrt es die Loslösung von allen negativen Zuständen und die Bindung an dein Ziel. Dieser letzte Zustand, die Bindung an dein Ziel, wird dadurch erreicht, dass du häufig und beständig das Gefühl des bereits erfüllten Wunsches annimmst. Wir müssen üben, uns von unseren negativen Gefühlen und Gedanken inmitten all der Schwierigkeiten und Katastrophen des täglichen Lebens loszulösen. Niemand kann sich von dem trennen, was er jetzt ist, wenn er nicht beginnt, sich von seinen gegenwärtigen Reaktionen auf das Leben zu trennen und sich mit seinem Ziel zu identifizieren. Die Loslösung von negativen Bewusstseinszuständen und die Annahme des bereits erfüllten Wunsches muss inmitten aller Segnungen und Verfluchungen des Lebens praktiziert werden. Der Weg der wahren Metaphysik liegt inmitten all dessen, was im Leben vor sich geht. Wir müssen ständig die Selbstbeobachtung üben, aus unserem Ziel herausdenken und uns von allen negativen Gefühlen und Gedanken lösen, wenn wir Macher und nicht nur Hörer in dieser Welt sein wollen. Praktiziere diese drei Grundlagen und du wirst zu immer höheren Ebenen des Bewusstseins aufsteigen. Denke immer daran, dass es dein Bewusstseinszustand ist, der dein Leben formt. Fange endlich an zu klettern. Wenn du mehr über das Gesetz der Annahme erfahren möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch I Am Gesetz der Annahme nach Neville Goddard. Du findest das Buch auf Amazon. Und der Link ist in der Videobeschreibung.